So, hallo, wir machen weiter. Bei I Wanna Make letztes Mal hatten wir ein Kistenlevel und einen Speedrun, der mich böse gefordert hat. Eieieiei. Jetzt kommt ein Bossfight, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ein Bossfight mit einem Puzzle? Wenn ich ja. Oh. Okay, vielleicht ist es einfach ein ganzes Level. Dann ist am Ende ein Bossfight. Ja, okay. Also hier werde ich klein. Nein, sobald ich springe. Ach. Aha. Oha. Also der Doppelsprung ist halt sofort weg, ne? Weil wir durch dieses Ding gehen. So. Ah, jetzt. Alle springen immer wieder da rein. Ah, falsch. So, jetzt. Und jetzt bin ich kleiner als nächstes. Nee. Jetzt bin. Oh, das reicht nicht. Ah, wait. Ah, ich glaube. Ja, okay. Verstanden. Jetzt werde ich wieder mittelgroß und dann mache ich einen richtigen Sprung. Und jetzt mache ich aber einen Doppelsprung. Also das haut hin. Genau. Mal erstmal den Dreifachsprung. Besser ist das. Wo will ich eigentlich hin? Dahin? Ist da so ein Teleport? Da macht es gegen so Glitze. Will ich dahin oder wo will ich hin? Hey, das sind auch Stacheln. Wie mache ich das denn jetzt? Muss ich das ja doch verschieben, bevor hier irgendwas los ist. Ah, ich muss das... Okay, verstanden. Ich muss das so ein Stück darüber ziehen. So reicht's eigentlich schon. Jetzt muss ich da hoch, oder wie? Ja, und jetzt muss ich da durch. Sobald ich loslasse. Ah ne, okay. Erst hier drüben, wo es schwächer ist, da falle ich dann wieder runter. Ja, aber rapide. Okay. Ich muss die Kiste von ordentlich rüber. So. Hä? Das hat mich jetzt gekillt. Ach, ich bin in dem kleinen Ding groß geworden und dann zerquetscht es einen. I see. So. Jetzt muss ich so darüber springen.
dass der Kleine ankommt. Der Kleine kommt an, wenn ich jetzt mit dem Großen losspringe. Müsste also so, wie es jetzt funktioniert sogar. Aber was ist jetzt da oben? Oh shit, sag nicht, ich hätte die vorher holen müssen. Mit dem Dreiersprung. Ich trau mich nicht. Braucht die aber. Brauche ich die oder brauche ich die nicht? Ist die Bonus? Aber jetzt habe ich das Problem, oh, wenn ich jetzt groß werde, bin ich tot, ne? Wir holen die mit dem Dreiersprung. Hol sie mir lieber, wer weiß, ob ich sie brauche. Das Ding ist ja, die werden auch gespeichert. Also die werden ja, ne, wenn ich bei einem Checkpoint mit einer Münze bin, wird die ja gespeichert, dass ich sie habe. Es ist ein recht gutes. Also man kann halt nicht sagen, so man. Das ist mir vorhin doch noch nie passiert. Warum passiert es jetzt? Mir vorhin auch noch. Alter! Ich war drüben. Ich hätte den Checkpoint. Also, wenn ich die Münze nicht brauche, wenn die optional ist, ne? Dann ist das gerade alles umsonst, was ich hätte, weil ich jetzt schon haben könnte. Würde mich ein wenig ärgern. Nein! Komm nicht mehr rüber, das ist nicht glauben. Mann, wir waren beim Checkpoint. Weh, ich brauche die Münzen. Ich wette, die ist einfach Secret. Wie soll man die eigentlich von da oben dann? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Kloppt. Alter, wir hatten es doch. Das kann doch nicht wahr sein.
Ich bin beim ersten Mal durchgekommen. Dann musste ich ja unbedingt wegen der Münze zurück. So. Ich muss ja... Ah, man könnte auf die Box zurück erstmal auch schauen. Also ich könnte klein da oben rein, das würde funktionieren. Beim nächsten Sprung würde ich jetzt wieder klein werden, richtig? Dann kann ich direkt wieder da... Oh. Scheißegal, ob wir sie brauchen. Wir haben sie. Oh. Das ist vielleicht nicht die Blase, die ich wollte. Oh, vielleicht ist das die Blase, die ich wollte, weil sonst sind die anderen groß. Wobei... Nee. Ich hab doch hier einen Doppelsprung, ne? Checkpoint zeigt es mir nur an, wenn ich klein bin. Okay. Oh, das Problem ist, wenn ich aus dem... Nee, nee, alles gut. Ich muss rein, wenn ich mittelgroß bin. Oh, wahrscheinlich bin ich dann zu langsam. Wahrscheinlich bin ich jetzt... Muss ich groß da rein? Ich will das eigentlich vermeiden. Weil ich sehe, was ich dann tun muss. Und das will ich eigentlich vermeiden. Ich hätte hier andere Pläne. Be honest. Geh doch nicht direkt rein. So. Komme ich jetzt da durch, ist die Frage. Oder bin ich dann zu langsam? Wird sein, ich werde zu langsam sein. Ja, ich muss groß da durch. Oh no. Dann kann man nämlich auch nur mittelgroß. Muss ich bis da runterfallen? Yikes. Yikes. Ja, muss ich da durch. Yes! Das, wovor ich so viel Angst hatte, war einfacher als das, was ich eigentlich vorhatte. So, und jetzt? Ja, irgendwas muss doch da unten in dem Gang sein.
Ist der Gang sonst da? Über den Gang komme ich nur klein rein. Ach so, ja, so komme ich da rein. Oder ist effektiv nichts? Hä? Wie komme ich jetzt? Ach so! Wasser kann ich ja so ganz vorsichtig. Oh nein! Oh Gott, ich muss immer, wenn ich... Oh Gott. Okay. Okay, das machen wir mit Twilight Error. Wenn ich das jetzt mit System mache, werde ich bekloppt. Ich glaube, mit Twilight Error komme ich hier besser durch. Ja. Ja, okay. Ja. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, ich weiß, was ich machen muss. Rhythmus sei Dank, Rhythmus sei Dank. Hört mal genau hin, ich kann den Rhythmus. Ich kann es nach einem Rhythmus spielen. Oh, Mama. Ist der Bossfight. Wofür habe ich jetzt die Coin eingesammelt? Man weiß es nicht. Ach du Scheiße. Wait, ich habe nur noch einen normalen Sprung oder was? Hier kann ich noch doppelt springen. Jetzt nicht mehr. Und das heißt, ich muss immer... Oh Gott! Wenn der Große kommt, muss ich den großen Sprung auch drin haben. Jetzt. Oh Gott, okay. Ich weiß nicht, ob das ein Boss für mich ist. Bin ich ganz ehrlich. Oh, nee. Nee. Die Frage ist, ob die Dinger genau passen. Dann müsste ich nicht rumhampeln. Also sieht's eigentlich ja gut aus. Wenn ich jetzt. Und diese Kacke von da oben nicht. Oh mein Gott. Aber es passt. Ja, es passt zusammen. Ich darf nicht extra springen. Ich muss immer nur den einen Sprung nutzen. Dann passt es noch. Ich habe keine Ahnung, wo ich plötzlich war. Ich war plötzlich weg. Scheiße. Da ist mein Schild. Ja. Aber wo hat es mich denn plötzlich da hingezogen?
mich nicht mehr gesehen. Ah, der Große ist halt so schwierig zu auszuweichen. Muss halt im Prinzip ausweichen. Ich sollte springen nach dem Ausweichen. Ich sollte immer erst ausweichen, wenn gerade nichts ist, und dann springen. Wenn nichts ist, wieder. Ja, irgendwie so. Ah, Mann! Oh, der ist wirklich übel. Der ist übel. Nee. Das ist am Ende nicht von Erfolg gekrönt. Das hinsetzen. Aber ich würde es gerne, ich würde gern einmal in diese Phase zurückkommen, bei der ich nicht weiß, was passiert ist. Vielleicht geht es danach ja einfacher weiter. Doch gut. Ah, ich bin. Ich bin einfach da drüben plötzlich. Hä? Also nach links müsst ihr gucken, wenn das passiert. Ich bin da drüben plötzlich in so einer Kiste. Ich werde nach oben gedrückt und bin tot. Muss ich ihn in dem Moment treffen, während ich da drin bin, so schnell genug? Und dann wird es wieder normal? Ist es sowas? Ja, ich bin einfach tot. Ah, oder ich muss so klein werden, dass ich da wieder rausspringen kann. Das ist es. Ja, ich muss da ganz schnell rausspringen. Oh Gott. Da ist das Schild schon weg. Ja, fast wäre ich draußen gewesen. Muss man es mal raffen, wo man da plötzlich landet, ne? Okay. Hey, bisher, ach, ich wollte gerade sagen, bisher. Ich sollte nicht schießen, ich muss da rausspringen. Ich muss einfach springen, bis ich draußen bin. Ist das Schild weg? Da ist mein Leben. So. Und was passiert? Was? Wo? Oh, nee. Nein, I'm out. Ich bin raus bei dem Boss. Das wird mir zu wild. Das wird mir zu wild. Da die ganze Zeit hin und her wechseln und... Oh, nee. Ich bin bei dem Boss raus. I'm sorry. Ich bin bei dem Boss raus. Schönes Level, aber ich bin bei dem Boss raus. Das ist... Nee. Das ist krass. Das ist richtig krass. 3 Minuten 6 Tower. Auch mit Boss und so alles. Gucken wir irgendwann mal rein. Packe ich mir mal hier hin, dass ich es mir merken kann. Aber nee. Das haben wir gespielt. Das haben wir nicht geschafft. Das war auch zu krass am Ende. Das haben wir gespielt. Dann hätten wir jetzt noch ein Level von Erik. 54 Sekunden. Bonk hat den Rekord. Gucken wir mal rein. Was mich da so erwarten könnte, würde. Schieße ich weg, okay. Da unten glitzert. Oh, ups. Glitzert's da unten.
Ach, ist es einfach Deko? Ich dachte, da ist vielleicht was. Das scheint Deko zu sein. Ich kann nämlich nichts. Ah, das ist Deko. Okay. Wow. Ah, das ist wieder dieses Ding. Oh, verstanden. Dann noch ein Doppelsprung rein, okay. Ja. Dahin. Kriegen wir hin. Okay. Gute Check. Ah ja, das ist alles Deko hier. Da glitzert es auch. Weiß nicht. Aber wofür war jetzt die Münze bei dem Boss? Ich habe das nicht verstanden. Hat man durch die Münze vielleicht den Schild freigeschaltet? Hätte man sonst vielleicht keinen Schild, wenn man die Münze... Ist das, könnte das sowas sein? Liege ich da richtig? Oh, ich darf da nicht springen. Also, es könnte sowas sein, ne? Es würde. Also, es wäre irgendwie möglich. Ich weiß es nicht. Irgendwas sagt mir, dass sowas möglich ist. Dass man sagt, du hast die Münze dabei, du kriegst ein Schild. Wenn man keine Münze hat, kriegt man kein Schild. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas geht. Ich will nur, dass irgendwie... dass das Einsammeln der Münze nicht umsonst war. Das will ich. Oh, ich muss... Ich hätte vorher dagegen schießen müssen, ne? Ja, dagegen schießen. Der Weg frei ist. Ja. Oh, yikes. Oh Gott. Nein. Ja. Muss ich da hin? Darf ich da schon meinen... Ja, darf ich. Da kommt nämlich ein Vogel. Ich darf da oben meinen Doppelsprung dann einsetzen. Das sind halt immer so Sachen, die man nicht weiß. Ach, ich setze ihn ja da unten schon ein. Der ist ja dann weg. Ups. Ja, hier setze ich ihn ja... Ja, okay. Ich habe gar keinen Doppelsprung mehr. Ich muss also so drüber kommen. Na, hier ist er ja schon weg. Aber wem erzähle ich das? Ihr habt das längst verstanden. Eieiei. Jetzt. Ja. Oh mein Gott. Okay, so. Und jetzt gibt es da unten einen Fallschirm. Was ist das? Der Tod. Was ist das? Ach, das ist einfach eine Beere gewesen.
Ich habe das gar nicht als Beere wahrgenommen, weil der... Ah, weil der Pfeil da so komisch aus... Okay, verstanden. Das ist einfach eine Beere mit dem Pfeil dran. Da wie einfach ein komplett neuer Gegenstand aus. Also dann so rum muss ich... Hier muss ich zur anderen Seite rüber. Okay. Und wenn ich dann da oben bin, nee, wir bleiben im Fallschirm. Scheiße. Ah, okay. Muss da oben meinen Doppelsprung einsetzen. Got it. Ja. Ich hab nur Angst, dass ich oben in den Stacheln drin bin, aber... Dann ist es halt so, ich muss ausprobieren. Ja, ich muss. Ich lande nicht in den Stacheln. Fühlt sich nur so an. Ich lande nicht in den Stacheln, es ist alles gut. Ja, einfach rüber. Einfach rüber. So, jetzt geht er auch an. Wir gehen hier durch. Ich muss sofort rüber. Ich habe immer das Gefühl, mich zieht es zu hoch an die Decke, aber es passiert nicht. Passiert einfach nicht. Es geht nicht zu hoch. Ja. Und jetzt? Wohin muss er? Ach, ich glaube, ich habe es gesehen. Nein! Oh, beim Honinger! Das war knapp. Jetzt hier und jetzt da rein. Yes. Ich war halt so irritiert, weil da diese Dinger sind und ich dachte, ich muss die mitverwenden, aber die sind vielleicht für irgendwas später. Gute meine Güte. Ah ja. Ciao. Okay. Das wird auch interessant. Wohin? What? Ich weiß nicht, wohin ich danach muss. Du läufst immer schneller, bleib doch in deinem Tempo. Und unlogisch, dass du nach oben hin immer schneller wirst. Du müsstest eigentlich eher
Immer langsamer werden. Wait a moment. Was ist das denn für ein Pfeil? Komme ich da hin, wenn ich diesem Vogel folge? Oder was ist das? Dreht das die Schwerelosigkeit dann um? Die Schwerkraft? Ja, da komme ich auf jeden Fall hin. Okay. Das heißt, irgendwas ist mit dem Pfeil. Muss hinkommen. Oh, nett. Du auch nicht. Immer noch nicht. Ja und nü, was habe ich jetzt getan? Hätte ich jetzt da oben. Oh shit. Komme ich nie wieder hin jetzt, ne? Ich habe noch einen Doppelsprung, aber es ist vorbei. Komm nicht weit genug runter. Komm nicht mehr weit genug runter. Nicht wieder. Nee. Okay. Ah, der Pfeil, das ist einfach nur ein Schalter und da ist ein Pfeil. Das sieht immer wie alles wie neue Symbole aus, weil er hier die Sachen aufeinander legt. Das sind alles gar keine neuen Symbole. Das ist einfach ein Pfeil auf einem Schalter. Das ist alles. Vorhin war es halt ein Pfeil auf einer Beere. Der Schalter schließt das Ding an, dass es mich hochdrückt. Und durch den Sprung kriege ich halt meinen Doppelsprung zurück, den ich da oben brauche. Ach, fuck. Das ist alles. Okay. Ist die ganze Verwunderung Geschichte. Jetzt muss ich da oben. Uah. Kritisch wird das trotzdem. Ja, hierhin. Wenn ich da bin, weiß ich noch nicht. Es hat ja gerade überhaupt nicht gereicht, mich hochzudrücken. Das war blöd. Ich muss da durch, bevor ich den Doppelsprung... Also den Doppelsprung muss ich schon so einsetzen, wie ich ihn gerade eingesetzt habe. Nicht eher. Aber dann ist halt... Wahrscheinlich muss ich so weit unten in dem Ding landen, dass ich genug Schwung bekomme, um nach oben zu kommen. Interesting. Thank you.
Ach, das ist noch nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist... Okay. Das geht auch durch den Schalter erst an. Ich wollte sonst, sonst hätte ich mich ja hochziehen können. Aber das ist noch gar nicht an. Ja, so viel zu wait a moment. Hat sich erledigt. So, so, ich hab's verstanden. Hab's verstanden. Aber so Leute wie Stonk spielen das wieder am Stück. Wahnsinn. Es ist einfach nur sick. Wo, wenn ich das schaffe und andere Leute spielen das am Stück. No! Bald. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Also nach dem Part. Hör ich wieder auf mit der Aufnahme. Ich habe zwei Parts I Wanna Make aufgenommen, aber ich bin fertig. Das waren aber auch echt schwere Level. So. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, zu dem Checkpoint zu springen. Ah, das Ding zündet mich an, oder wie? What? Will ich. Sofa ist einfach deine Dealkunde. Will ich, auf jeden Fall. Ich brauche meinen Doppelsprung noch. Hier unten. Oh je. Ja, Moment aber. Ah ja, okay. Ich habe danach noch einen Doppelsprung. Den darf ich nicht... Hä? Den darf ich nicht auf. Aufgebraucht oder habe ich noch? War der gut? Ich hätte ihn noch gehabt, okay. Alter, wie? Entschuldigung. Dieser Speed-Up steuert sich hier richtig. Alter! Jetzt spring doch rüber! Ich hätte...
Ich drück immer zu spät, ne? Ich drück immer zu spät und dann denke ich, ich habe keinen Sprung mehr gehabt, aber ich habe bestimmt noch. Ich drück nur zu spät. Ja, ich sage, ich hab dir noch den Sprung. Ich hab den noch. Ich muss nur rechtzeitig drücken. Das ist alles. So einfach ist es. Drück nicht rechtzeitig. Ich weiß noch nicht mal, wohin es danach weitergeht, weil ich so schnell nicht gucke. Jetzt. Okay, was jetzt? Rüber? Also ich brauche ein bisschen mehr Schwung. So komme ich nicht rüber. Ich habe auch keine Dings mehr. Kann ich so ein bisschen wippen, dass ich mehr kriege? Nee. Oh, ich habe aber eine Idee. Ich habe eine Idee, wie ich nochmal Schwung bekommen kann. Also dann zündet es mich da rein. Dann dreht es die Schwerkraft um. Ach du Scheiße. So schnell kein Checkpoint. Das war nicht, was ich wollte. Mann! Alter! Dieses Zurückzünden in die Stachel ist auch crazy. Dass der so schnell ist, dass er praktisch zurück in der Stachel landen kann. Das meine ich. Hin. Wieder zu spät oder zu bald, aber ich krieg's einfach auch. Das gibt's doch nicht. Ich muss es jedes Mal machen. Und jetzt? Weiß doch nicht, was kommt.
Das war nicht. Komme ich dann noch mal runter? Ja. Nicht so wie ich wollte, aber ja. Nein, ich hab's schon wieder getan. Ja, das meinte ich vorhin. Und dann habe ich nochmal einen Sprung. Dann geht's da durch ganz viele von diesen Dingern. Aber erst wahrscheinlich wieder in den blauen Pfeil rein. Erst wahrscheinlich wieder in den blauen Pfeil rein. Oh lol. Das habt ihr jetzt gar nicht mitbekommen. Aber ich habe gerade festgestellt, dass ich gar nicht springen muss, um von dem Ding wieder wegzukommen. Ich muss einfach nur die Pfeiltaste drücken und springen von dem Ding wieder ab. Oder auch nicht. Hä? Ach so, ich muss die Sprungtaste gedrückt halten. Nein! Alter! Aber die Frage ist, will ich überhaupt diesen blauen Pfeil haben? Die Plattformen zeigen nach unten. Dann ist es doch für mich besser, wenn die Schwerkraft so bleibt, wie sie ist, dass ich über diese Plattformen gehen kann. Oder nett. Na, dann müsste ich doch so Stück für Stück einfach über diese Plattformen kommen können. Ich glaube, dann muss ich da gar nicht so Hetzerei machen. Nein. Dass man immer noch so schnell ist, aber das soll es halt so sein.
Schwierigkeit, gerade die Schwierigkeit von der Stelle sein, dass man eben so schnell ist. Aber wofür habe ich dann überhaupt diesen Vogel da unten? Ich meine, der gibt mir einen Sprung zurück sozusagen. Also dafür ist er wahrscheinlich da. Aber wenn ich da landen würde, wo der Vogel ist, habe ich doch genauso noch einen Sprung übrig. Also ich kann doch einfach ganz gechillt bei dem... Oder reicht dann der Sprung wieder nicht? Oder keine Ahnung. Das ist so ein knappes Stück, vor allem wenn man so schnell ist. Ich probiere jetzt was. Scheiß drauf. Ich müsste doch. Ja. Ich habe den scheiß Doppelsprung. Ich komme denn durch den Pfeil zurück. Durch den da. Das ist nämlich so gedacht. Stundenparts. Bitte einfach das in einem neuen Part spielen. Aber dann bleibt meine... Ach so. Es ist so schwierig zu kontrollieren. Du drückst einmal kurz auf die Pfeiltaste und der zieht einfach ins Nirvana weg. So. Jetzt sind wir hier nämlich auf dem Zeug safe. Wenn ich jetzt die... Ach so. Ach so. Ich will das einsammeln. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich in den richtigen... Da ist das Ziel! Und ich habe gerade effektiv noch einen Sprung zurückbekommen, ne? Ich glaube, den brauche ich bis zum Ende. Nein! Okay, aber das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Da ist das Ziel. 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 Wir müssen es nur noch umsetzen. Wir haben alles verstanden. Wir haben das Level jetzt theoretisch gelöst. Wir haben alles verstanden. Wird ein ganz knapper Stundenpart, aber nicht viel länger. Wir haben alles verstanden. Alles verstanden. Nicht mehr viel. Nur noch ein bisschen Platforming. In der Luft.
Frage ist, wo will ich den Sprung einsetzen? Okay, okay, beim Ziel erst. Alles gut. So, und jetzt bin ich fertig. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.